Hallo und herzlich willkommen zu Maler TV News und das sind unsere heutigen Themen. Neue Führungsspitze bei Kiesel, Caparol präsentiert seine Farben des Jahres 2022, Kräftemessen beim Bundesleistungswettbewerb der Fahrzeuglackierer und Nasslackiertechnologie Hersteller SATA präsentiert neues Logo. Ja, und wir starten heute mal wieder mit einer kurzen Personalmeldung, denn die Kiesel Bauchemie hat ihre Führungsspitze neu aufgestellt. Zum 1. Januar 2022 wird Thomas Müller-Schön Mitglied der Geschäftsführung von Kiesel. Gemeinsam mit Beatrice Kiesel-Luig und dem technischen Geschäftsführer Dr. Matthias Hirsch wird er künftig die Geschicke des Esslinger Familienunternehmens leiten. Der bisherige geschäftsführende Gesellschafter Wolfgang Kiesel wird dann Vorsitzender der Gesellschafterversammlung. Der Farbenhersteller Caparol hat mit Unikat 5 seine Farben des Jahres 2022 präsentiert. Der Farbton des Jahres ist der sogenannte Rosé Mauve, der für Glück und Erneuerung, Leichtigkeit und Zuversicht steht. Die Farbbezeichnung Mauve stammt hierbei aus dem Französischen und greift die farbintensive Blüte der wilden Malve auf. Der Farbton ist eine Kombination aus Rot und Violett, hat warme und kühle Anteile und lässt sich dadurch kaum richtig festlegen. Ermittelt wurde der Farbton mittels einer intensiven, über Monate laufenden Analyse, die das Caparol Farbdesign-Studio erneut gemeinsam mit dem Institut für Trendforschung an der Hochschule Hildesheim durchgeführt hat. Scouting heißt diese Methodik, mit der Interieurmessen und unterschiedlichste Quellen aus Mode und Produktdesign gezielt ausgewertet und dann zu Farbclustern sortiert werden. Basierend auf dem Mo-Farbton hat das Team von Caparol insgesamt wieder drei verschiedene Farbwelten mit je 10 Farbtönen zusammengestellt. Mit den Kombinationstönen der Farbwelt 1 lassen sich sowohl harmonische Ton-in-Ton-Lösungen realisieren, wie auch aufreizend farbige bis eher grafisch wirkende kontrastreichere Gestaltungen. Farbwelt 2 baut auf einem verhüllteren Mauve auf, Puder-Mauve genannt und als 3D Barolo 25 definiert. Das Zusammenspiel der 10 Nuancen ist sehr zart, zeigt nur geringe Kontraste und wirkt vom Grundtenor leicht und warm. Einem komplett konträren Ansatz folgt die lebendige dritte Farbwelt. Im Zentrum steht hier Lavendel Mauve, ein verblasstes Violett mit einem deutlich blauen Anteil. Letzterer ist wichtig, da die weiteren Töne dieser Welt ausgesprochen kraftvoll auftreten. Das Spektrum hier reicht von erdigen Graugrünen bis hin zu leuchtend ockerfarbenen Tönen. Den dazugehörigen Farbtonfächer sowie viele weitere Informationen und Designbeispiele finden Sie unter der eingeblendeten Webadresse. Nachdem vor wenigen Wochen bereits die Maler bei ihrem Leistungswettbewerb in Chemnitz die Besten ihrer Branche ausgelobt haben, waren nun dann auch die Fahrzeuglackierer an der Reihe. Da der Wettbewerb 2020 coronabedingt abgesagt werden musste, fand er in diesem Jahr als Doppelveranstaltung im Standtalk Center im nordrhein-westfälischen Wuppertal statt. Unter dem Motto Lack Heroes at Work traten insgesamt 12 Fahrzeuglackiererinnen und Lackierer gegeneinander an, um den oder die Besten aus ihren Reihen zu bestimmen. Die 10 Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Jahrgangs 2021 und die 2 Teilnehmenden des Jahrgangs 2020 gaben an den beiden Wettbewerbstagen alles. Innerhalb von 12 Stunden, verteilt auf 1,5 Tage, mussten alle Teilnehmenden eine eigene Gesamtpräsentation erstellen. Zu den insgesamt 3 Teilaufgaben gehörten dabei das Lackieren und Beschriften einer Autotür, die Gestaltung einer Werbetafel sowie die Designlackierung eines Automodells. Eine anspruchsvolle Aufgabe. Mit dabei war auch der deutschlandweit bekannte Fahrzeuglackierermeister Mike Püllen von der Autolackiererei Starlack, der als Social Media Moderator für den Instagram-Kanal Lack Heroes beim Bundesleistungswettbewerb die Arbeiten der Online-Community vorstellte. Endlich angekommen. Jetzt zeige ich euch, was die Lack Heroes at Work Feines gezaubert haben. Ich nehme euch mit in die Werkstatt. Kommt mit. Also das innerhalb von 2 Tagen. Respekt. Die Jungs sind ein bisschen nervös, kann ich auch verstehen. Aber bei dem, was sie hier leisten, großartig. Am Ende des Wettbewerbs hatten dann Jan Aga Habibi aus Bayern und Ruben Apitsch aus Sachsen-Anhalt die Nase vorne. Jan Aga Habibi gewann dabei den Titel für 2021, Ruben Apitsch den für 2020. Die 2. Plätze belegten Alina Hahn und Sabine Bonatz, 3. wurde Lukas Obeck.
Bei der Siegerehrung würdigten die Industriepartner des Bundesleistungswettbewerbs SATA, Mirka, 3M und Standox die bestplatziert mit Präsenten und Gutscheinen. Darüber hinaus lud BFL-Präsident Paul Kehle alle frisch gebackenen Luck Heroes nach der Siegerehrung auf den nächsten Deutschen Lackierertag im thüringischen Petersberg ein. Ein toller Wettbewerb mit einem wirklich starken Teilnehmerfeld. Auch von uns deshalb nochmal herzlichen Glückwunsch an alle Gewinnerinnen und Gewinner. Ja, und zum Abschluss unserer heutigen Sendung bleiben wir noch kurz beim Thema Lack. Denn der Nass-Lackierer-Technologiehersteller SATA hat sein bisheriges Logo überarbeitet. Mit Blick auf die zunehmende Digitalisierung und die damit verbundene mobile Nutzung von Handy, Smartwatch und weiteren Displays wurde die vorherige Komplexität des 3D-Logos der SATA reduziert und für eine zukünftige funktionale Nutzung weiterentwickelt. Das neue SATA-Logo ist klar und schlicht gestaltet und entspricht somit einem modernen Flat-Design. Außerdem wird das Logo um den Zusatz German Engineering ergänzt, um damit die deutsche Ingenieurskunst und Qualität sowie das Bekenntnis zum Produktionsstandort Deutschland zu unterstreichen. Ja, und mit diesen News entlassen wir Sie dann auch schon wieder in die restliche Woche. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Alle weiteren Brancheninfos finden Sie wie gewohnt auf malertv.com oder über unsere Social-Media-Kanäle. Machen Sie es gut, bis nächste Woche. Tschüss.